So, liebe Leute, habt vielleicht gemerkt, dass die Pandemie nicht nur uns Palsburger betrifft, sondern auch ganz, ganz viele andere Leute. Unter anderem auch die Kneipe Irish Pub Inside. Ist es eine Kneipe? Was soll es denn sonst sein? Es ist ein Pub. Pub ist nicht eine Kneipe. Ja, wenn es heißt Irish Pub Inside, dann wird es ein Irish Pub sein. Irish Kneipe, ne? Pub Inside. Ja. Naja, und wer uns wirklich richtig am Herzen liegt, das ist der Lidl vom Irish Pub. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen unbedingt einen Aufruf machen, unsere Fans mobilisieren, damit wir unser Weihnachtssinger auch wieder drin machen können. Weil was bringt denn das, wenn das Ding zu wird? Nicht viel. Muss nur abstauben, regelmäßig in Getränke fortschütten. Das geht nicht, das kann nicht sein. Und da wir nicht wollen, dass das Ding zugemacht wird. Nein. Haben mir gedacht, rufen wir hier zum Spende auf. Nicht nur für uns habt ihr ja super gespendet, Leute. Und jetzt seid ihr dran und seid gefragt fürs Irish Pub Inside, damit so ein geiler, geiler Laden nicht untergeht. Spendet, was ihr könnt. Das ist Kult in Speyer und das muss Kult bleiben. Bitte. Von daher, Rock'n'Roll. Rock'n'Rolf. Hallo Leute, Samstag. Wer von euch hat ein Video gemacht? Ich würde ja gern, aber meine Mama hat gesagt, wenn ich meinen Saustall nicht aufräume, dann darf ich nicht mehr raus. Ich habe leider keine Zeit. Mein Problem ist, ich habe mir so weh getan beim Gitarre spielen. Ich mache heute gar nichts mehr. Guckt mal, aua. Okay, kommt sofort, schickt aber was tut, weil mein Atto ist gleich. Manno, alles muss man selber machen. Also, um das Ganze noch gebührend zu feiern, zu huldigen, wie auch immer, haben wir natürlich was von Motorhead rausgesucht, weil das super gut zum Aldi Lidl passt. Und ja, wir wollten jetzt nicht gerade die Ace of Spades nehmen, also quasi, ihr wisst schon, das sind die Engländer, die, wo ein Drittel schon verstorben ist, weil sie Fine Rip Songs gecovert haben. Irgendwann holt das Schicksal jeden neu. Das Original war ja, wie ihr alle wisst, ich fresse drei Steaks. Aber wir haben jetzt noch ein anderes Lied aus dem Ärmel geschossen quasi, wo noch niemand kennt. Und das klingt sehr ähnlich wie die Band aus England, die öfters mal Fine Rip Sachen covert. Ich bin sicher, es gefällt euch und dem Lied gefällt es auch. Viel Spaß. www.quatschkopf.de Ach so, palzrock.de. Meine Mama hat gesagt, wenn ich weiterhin so böse Musik mache, darf ich nicht mehr zum Lidl Bier trinken.